Serana, meine Geliebte. Ich sehe, dass ihr euch immer noch an der Gegenwart eines Tieres erfreut. Ja, ihr wisst, hallo. Warum wir hier sind. Ich schleiche weg, weiß ich das. Ihr enttäuscht mich, Serana. Ihr habt alles angenommen, was ich euch gegeben habe und es dann für dieses armselige Wesen weggeworfen. Was ihr mir gegeben habt? Seid ihr verrückt? Ihr habt unsere Familie zerstört. Ihr habt andere Vampire getötet. Alles im Namen einer Prophezeiung, die wir kaum verstanden haben. Das ist jetzt vorbei. Ich bin fertig mit euch. Ihr werdet sie nicht anrühren. Endlich zeigt dieser Drachen seine Klauen. Eure Stimme trieft vor dem Gift des Einflusses eurer Mutter. Ja, ja. Seht ihr euch doch gleich. Nein, denn im Gegensatz zu lecker Blutbad. Keine Angst vor euch, nicht mehr. Und ihr? Ja, was mit mir? Hallo? Hallo? Was kommt der denn da an? Willst du mich verarschen? Kommt der jetzt echt hier hochgetilgert? Also irgendwie nervt er mich. Leck mich, du Penner! Warte mal kurz, ich guck mal kurz in die Questkarte. Soll ich den umbringen schon? Triff Harkau mit Aurien zu Bogen gegenüber. Warte mal kurz, ich rüste mal kurz den Bogen aus. Das bringt's gerade, glaube ich, ganz gut. Wo ist er denn, der Bogen? Waffen? Bogen. Darwins Bogen. Auriels Bogen, da ist er. Ich hau mal meinen Favoriten gleich drauf. So. Und blutverfluchter Elfenpfeil. Oh mein Gott. Wird die Sonne finster, als wenn er mit Auriels Bogen abgeschossen wird. Okay, gut. Machen wir das. Hey! Hey, Mistkerl. Na, was geht? Es scheint, dass ich mich bei euch dafür bedanken muss, dass sich meine Tochter gegen mich stellt. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie zurückkehren würde. Mit dem Herzen voller Hass. Jetzt dich veräppeln, jetzt führst du hier nette Gespräche. Ich klatsche dich doch gleich um. Was bringt denn das? Ein kleiner Preis, den ich für den Aufstieg unserer Art zu zahlen gewillt bin. Ja, klar. Übrigens, da drüben ist eine Kiste. Ich will da gerade kurz ran. Euch fehlt die Geduld für ein Gespräch. Ach ja. Ach Mann, ich will die... Bringen wir es hinter uns. Ja, okay, gut. Habe nichts dagegen. Jetzt beenden wir es. Ja. Na toll. Was soll denn das werden? Das ist ja gemein, dass er jetzt sofort aufhört zu quasseln, wenn man sofort einmal kurz das Gespräch abbricht. In your face! Okay, das bringt nichts. In your face! Hey, in your face, hallo. Ich sagte in your face. Willst du mich veräppeln? Was soll das werden? Was soll das werden? Was soll das werden? Leck mich doch fett. Hey! Du Penner, bleib hier! Ich veräppel! Willst du mich veräppeln? Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Danke sehr! Ach nee, doch nicht! Du hast du noch nicht alle. Hey, du scheiß Skelett. Hey! Hat er sich echt wieder erholt? Hey! Veräppeln? Och nö! Weicht er wirklich jeden Schuss aus? Hey, wo bist du? Ach, da ist er. So. Hier auf der Rückseite. So, tschüss. Hä, hey, ich... Willst du mich veräppeln? Was war denn das? Ein Gargoyle. Achso. Okay, der ist schon übrigens schon tot gewesen. Hast du es nicht gemerkt? Mit euch kämpft es nicht so. Oh. Eigener Vater. Ah. Das war's. Okay, schade. Scheiße, dass ich dieses Gespräch nicht mitgekriegt habe. So ein Mist. Ich wollte doch nur kurz die Truhe angucken. Das wäre jetzt erledigt. Tja. Ich bin mir nicht sicher. Ich bleibe vermutlich bei der Dämmerwacht. Jedenfalls so lange, wie sie es mir erlauben.
Das hoffe ich doch. Werte Kämpfer und ich glaube, sie verstehen jetzt, warum ihnen ein Vampir auf ihrer Seite von Nutzen sein kann. Wenn ihr natürlich weitere Abenteuer geplant habt. Hm. Ja, dann hätte ich euch gerne mit dabei. Das wollte ich hören. Super. Ich will, dass ihr mich in einen Vampir verwandelt. Wartet hier, ich möchte eine Idee mit euch tauschen. Ich glaube, wir sollten es trennen. Oh, die Bestie, das war's schon. Vernichtet. Nicht ja. Nur das. Es ist interessant, dass der einen mächtigen Seelenstein dabei hat. Fang des Blutes, ich nehme ja ganz kurz alles mit. Okay, Harkort-Schwert. Oh. 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 Vampirstiefel brauchen wir nicht. Diadem der großen Alchemie, auch schön. Magiker regeneriert sich 125% schneller. Ist teuer, also nehmen wir es mit. Er ist tot und die Prophezeiung stimmt. Ist ja gemein, dass die Truhe leer war. Hat noch nicht mal was gebracht. Vermutlich ist das ein Müll. Ganz einfach für euch. Wieso? Vor langer Zeit gestorben. Das hier war Achso, nur das für sie. Etwas anderes. Ich habe getan, was getan werden muss. Aha, okay. Ich tue auch, was getan werden muss. Und zwar nehme ich alle Leichen aus. Mehr nicht. Jo, ich glaube, dass ihr vielleicht... Ich glaube, dass ihr mehr als das getan habt. Ich bin euch zu Dank. Kamen denn die ganzen Gargoyles her? Das gibt's ja nicht. Krummendem Erz, Golderz, makelloser Granatstein. Und was mal hier so? War's das jetzt schon wieder? Das ist ja ziemlich unepisch abgelaufen. Hm. Hat es so ein bisschen durch den Raum sich beamen können und ansonsten war der eher ein Witz. Na, liegt natürlich auch daran, dass wir auf so einem leichten Schwierigkeitsgrad spielen. Also darf ich mich eigentlich nicht beschweren. So, okay, gut. Das war die Dämmerwacht. Gut, dass ich kein DLC-Special draus gemacht habe, sonst hätten mir bestimmt alle Leute das Maul eingehauen dafür, dass ich die eine Szene da nicht ausquatschen gelassen habe. Beziehungsweise, ich hätte sie ja ausquatschen gelassen, wenn ich gewusst hätte, dass man, wenn man das Gespräch kurz beendet... Man geht ja nur aus dem Gesprächsfenster raus eigentlich, damit dachte ich zumindest. Dass man einfach weitermachen kann, das wäre eigentlich selbstverständlich, hätte ich so gedacht. Aber naja, gut. Egal, was soll's. Hat er sowieso nur seine letzten... Oh, ihr seid böse und ich bin toll, Sprüche gebracht. Das hätte man sich jetzt nicht unbedingt geben müssen. So, ich suche gerade noch den Raum ab, aber ich finde hier irgendwie nicht so richtig was. Es gab noch nicht mal jetzt groß irgendwas Tolles hier. Wir haben diese blöden Amulette gekriegt, die bis zum Abwinken halt... Naja, in Ordnung waren, aber nichts besonders Dolles jetzt waren. Oder war doch alles, war doch nichts Besonderes. Ne, Diadem der Alchemie. Nochmal Diadem der Alchemie. Wir hatten sogar ein besseres schon. Das gibt's ja nicht. Dann Diamantring, bla 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 bla. Alchemie, flinke Finger, Magieunterdrückung. Das war, glaube ich, von ihm. Das Blitz hatten wir schon vorher. Knappen hatten wir auch schon vorher. Schwindende Blitz hatten wir auch schon vorher. Starken Führens, einige Angriffe, okay, das ist nicht schlecht. Die Vampirrüstung, genau, das hat man von ihm jetzt gekriegt, aber ehrlich gesagt, so doll ist sie jetzt auch nicht. Überragende Zerstörung, Zerstörung, niedere Knappen, Juwelenheitskette, bla bla bla. Zaubertränke war jetzt auch nichts dabei. Jetzt hat man noch Waffen gekriegt, weiß ich nicht. Verfluchte Elfenpfeile. Hm. Hm. Tja, hm. Da, Harkons Schwert. Ja, schön. Absolviert 15 Gesundheitsmagie und Ausdauerpunkte, wenn er von einem Vampir geführt. Bringt uns nichts, wir sind kein Vampir. Können wir gerne Serana geben, wenn sie das braucht. So, gehen wir einfach Serana. Oder? Hier, Serana, willst du das Schwert deines Vaters? Was gibt es? Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Wo gibt's denn das? Ah, da. Irgendetwas Brauchbares? Ja! Oh, guck mal, sie hat einen Elfenbolch und einen Stahlpfeil. Dann hier deine Waffe. Das findest du doch sicher total interessant, jetzt das Schwert deines Vaters zu führen. So, und ansonsten... Bekleidung. Hier wärst du mit so einem schönen... Dingensens, königlichen Vampirrüstung. Ja, machen wir einfach mal. Hier hast du. Und, wie findest du es? Der hat immer noch den Elfen durch ausgerüstet. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Nee. Ja, hm. Doch, die können wir nicht gebrauchen, aber du kannst sie besser gebrauchen, dachte ich. Egal. Was soll's. Braucht die, will die beides nicht. Ist ja unerhört. Hm. Naja, gut. Mandit, wieso ist die Truhe leer? Noch nicht mal das vergönnen die hier einem. Nicht mal so eine scheiß Truhe voll mit Kram. Das gibt's ja nicht. Naja, gut.
Vielleicht ergibt sich ja sonst noch irgendwas. War das jetzt eigentlich schon die komplette? Das müsste jetzt doch eigentlich komplett alles gewesen sein. Wir haben alle Leute hier umgeholzt. Das Schloss ist leer. Vampire sind tot. Der Typ ist auch weg. Ich habe mir den Ma Namen noch nicht mal gemerkt. Schon schäbig. Naja. Gut. Dann wäre wenigstens eine Bedrohung weniger auf dem Schachbrett. Bleiben nur noch, ja, entweder die Sturmhände oder die Kaiserlichen. Ich denke ja, wir schließen uns mal die Sturmhände an. Wenn wir das überhaupt noch machen. Ansonsten, hier ist irgendwie nicht so viel Lirus. Hey! Achso, stehen ist jetzt erlaubt, oder was? Ja, gut. Okay, dann probieren wir mal gerade was zu verzaubern. Ha. Helfen durch der Blindheit. Ich nehme das jetzt alles mal mit. Weil es sieht ja sowieso keine Sau. So. Und was haben wir hier? Meister! Ja, fein. Vielleicht kriegen wir trotzdem irgendwie hier was auf. Ah ja. Guck mal, so einfach. So. Vielleicht können wir jetzt mal verzaubern. Entzaubern. Nee, entzaubern ist ja nicht so. Doch, wir könnten die königliche Vampirrüstung verzaubern, entzaubern, aber pff, wer braucht das schon? Guck mal, der geringen flinken Finger könnten wir jetzt eigentlich wegwerfen. Weil, den haben wir sowieso zweimal. Da haben wir wieder Neues erlernt. Der überragende Zerstörung oder der geringen? Ja, der geringen kann er dann weg. Okay, das niederen Knappen. Leichte Rüstung. Gibt es hier nicht noch irgendwas mit Knappen? Ja, da eine Halskette des Knappen. Aber das ist eine Halskette, das andere ist ein Ring. Insofern. Einige Angriffe bei starken Führen. Der überragenden Gesundheit des abnehmenden Blitzes. Gut. Wollen wir auch das abnehmende Blitzes mal weghauen? Dann bleibt uns nicht sonderlich viel übrig. Aha! Oh, schön! Level hoch! Hui! Freue mich! So, jetzt haben wir Seelensteine. Einen schwarzen, einen gewöhnlichen, einen kleinen, zwei winzige. Das ist natürlich schön. Okay, dann würde ich doch. Oh, guck mal, die sind sogar gestohlen, steht oben in der Ecke. Aber das ist mir ziemlich scheißegal. So, denn wir verzaubern jetzt direkt mal was. Und zwar mit Schießkunst verstärken? Wäre doch eigentlich sinnlich auf dem Bogen, wenn wir das mal machen würden. Irgendwo. Okay, dann machen wir das mal. Versuchen wir es auf dem Bogen raufzuklöppeln. So, wo ist er denn, der Bogen? Nee, gibt's hier gar nicht. Stark können wir nicht machen. Geht nicht. Er ist ja ranzig. Ja, dann können wir es halt auf die Armschienen raufhauen. Bin ich mir eigentlich nicht so sicher, ob wir das jetzt machen sollten. Würde ich lieber Ausdauer rauf machen oder so. Da können wir gerade nochmal den Elfen durch der Bindung stehlen. Und entzaubern wir den gleich mal. Weil gratis Entzauberung. Hallo? So. Okay. Halskette über Gesundheit, bla bla bla. Okay. Was soll's? Ich habe nichts anderes mehr, was man irgendwie verzaubern könnte, das ist ja ärgerlich. Ach, guck mal, den haben wir auch noch da unten. Rundtil. Ich denke, das wären unsere Questgefährten gewesen, sozusagen, wenn wir hier bei den Vampiren geblieben wären. Aber ganz ehrlich, so wichtig sind es mir jetzt nicht. Leute, was ist denn das da? Ist das wieder ein Herz von irgendwas? Nee. Könnte man trotzdem aufschließen, aber habe ich jetzt nicht so Interesse dran. Was haben wir hier hinten?